Zombie Apocalypse. Menschenskinder, ey. Da bin ich gerade mal aufgestanden, habe jetzt sofort Kohldampf bekommen. Ich bin erstmal direkt in die Küche gelaufen und ich dachte, hier ist was aufgetischt, aber hier ist ja nix, ey. Hier ist ja gar nichts. Hier sind eingeweckte Gläser, aus wie Ananas, sieht aus wie. Na, wie könnte das aussehen? Wie Grünkohl, wie eingelegte Gurken, also Gürkchen. Mehr kriege ich heute anscheinend nicht. Und Waschpulver ist hier oder Waschmittel, das könnten wir uns vielleicht auch noch aufkochen und essen. Ansonsten müsste ich vielleicht noch einkaufen heute. Aber ich glaube, das werde ich jetzt erstmal gar nicht schaffen, denn ich habe heute wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und deshalb werde ich das garantiert nicht schaffen. Ich bin heute so ein bisschen unter Zeitdruck, denn, liebe Freunde, ich habe vor kurzem etwas Neues bekommen. Also ich habe mir das eigentlich zugelegt, sagen wir es mal so. Das steht auch schon hier nebenan, neben meinen Häuslein in der Garage. Damit ich einfach hier von A nach B schnell komme, dass ich nicht immer laufen muss, denn ich habe aktuell kein Auto. Ich habe ehrlich gesagt gerade noch sehr viele Schulden, denn ich muss dieses Haus hier abbezahlen, was noch gar nicht so neu ist, also noch gar nicht so alt, jetzt wenn ich aus meiner Sicht jetzt reden würde. Denn dieses Haus habe ich vor kurzem auch gekauft, habe natürlich einen riesengroßen Kredit dafür aufgenommen. Und diesen muss ich natürlich erstmal in den nächsten Jahren abbezahlen. Ich hoffe, ich werde irgendwie noch einen schönen Job finden oder so, damit ich das hier so schnell wie möglich über die Bühne bringen kann. Aber trotzdem musste ich mir ein Auto zulegen. Das habe ich auch alles erstmal mit in diesen Kredit mit reingenommen. Es ist nicht das Größte, ist eher für den Sommer oder wenn es halt nicht gerade so regnet. Es ist so ein kleines Quad, sage ich mal. Also das ist halt erstmal eine gute Alternative. Was ich auch richtig gut finde da, wir haben eine etwas größere Abladefläche, wir haben eine Anhängerkupplung dran und ansonsten ist es eigentlich wie ein großes Quad, bloß mit richtigem Lenkrad. Wir haben auch drei Plätze vorne, also da kann man durchaus noch zwei Personen mitnehmen und ja, dann gucke ich mal, was heute so anliegt, würde ich mal sagen. Ich fahre erstmal direkt rüber zur Feuerwache. Ich nehme am besten jetzt mal keine Abkürzung, ich habe immer das Verlangen, da runter zu fahren. Einfach direkt von oben, von meinem Grundstück runter auf die Straße, einfach über das Feld, über die Wiese gefahren. Aber das sollte man nicht so oft machen, ne? Weil wenn man hier irgendwie mal erwischt wird dabei, dann muss man auch eine Strafe zahlen. Dann kommen auf den Schulden noch weitere Schulden obendrauf. Das muss ja echt nicht sein. So. Gut, dann würde ich mal sagen, fahren wir erstmal in Richtung Feuerwache. Da muss es heute natürlich weitergehen. Wir haben da noch sehr viel zu tun. Sehr viel liegt noch vor uns. Und deshalb fahre ich jetzt auch auf direkten Wege dorthin. So, also wir kommen auch ordentlich voran, ne? Also das ist schon echt cool, so ein Teil hier. Weil, wie gesagt, wenn es wirklich schnell gehen sollte mal, jetzt mal als Beispiel, dann kann man dann natürlich auch über die Felder fahren, ne? Man sollte es halt nicht so oft machen, nicht, dass man irgendwie noch gesehen wird oder eine Beschwerde bekommt. Das sollte natürlich jetzt nicht sein. Aber ansonsten, ne? Also ja, das kann man durchaus mal machen, würde ich mal sagen. So, gut. Da sind wir erstmal. Wie man sieht, sind alle Tore hoch, denn heute wird anscheinend hier irgendwas noch eingebaut in den Fahrzeughallen. Ich glaube, eine Heizung oder so war im Umlauf das letzte Mal. Also, jetzt kommen wir demnächst wieder richtig kalte Tage. Auch heute ist es wieder richtig frisch, richtig kalt. Wir haben aktuell minus 3 Grad, das ist schon ordentlich. Und deshalb muss auf jeden Fall eine Heizung her. Die Fahrzeuge sollen natürlich auch nicht frieren, ne? Und deshalb ist es schon wichtig, dass sie sowas auch haben. Ich glaube, auch eine Klimaanlage soll rein in die ganzen Fahrzeughallen. Das ist ja schon was Feines irgendwie, ne? Das bezahlt alles die Stadt. Wir haben auf jeden Fall da nichts irgendwie weitere. Wir haben da nicht weitere Kosten, die wir irgendwie da beanspruchen müssen. Das ist wirklich schon richtig, richtig simpel alles. Richtig, richtig cool ist das. So, ja, ansonsten ist hier eigentlich alles beim Alten. Es gibt halt bloß noch eine Sache, die ich unbedingt erledigen möchte. Das betrifft natürlich den Zaun, den ich eigentlich um das ganze Grundstück ziehen wollte. Aber leider ist es so, darf ich hier keinen Zaun ziehen. Da, liebe Freunde, was ist denn hier los? Oh, das ist der Wind. Heute ist auch ganz schön windig, Mensch. Windig. Windlich ist es heute. So, also, Thema Zaun. Es ist so, wir haben ja hier, wie man hier sehen kann, ich stehe auch ein bisschen drüber sogar. Oh, oh weia, sehe ich jetzt gerade.
Wir haben ja hier sozusagen noch so eine kleine Abgrenzung. Ja, und da drauf dürfte man theoretisch einen Zaun stellen. Aber ist es leider so, die örtliche Landwirtschaft, also die LPG, die hier in der Stadt auch ist, sagt dazu, das ist unser Feld. Sollte der Zaun darauf gestellt werden, dann möchten wir natürlich auch Miete haben. Also die möchten dann sozusagen dafür auch Geld bekommen und das klappt noch nicht so ganz. Also da ist die Stadt und das Rettungszentrum sich noch gar nicht sicher, wie sie das am besten klären sollen. Also ich verstehe es ganz, ganz einfach, ist logisch auf jeden Fall, aber da müssen wir mal schauen, was wir da machen, weil es würde sozusagen zur Hälfte auf unserer Seite stehen und zur Hälfte auf der LPG-Seite. Ja, da müssen wir auf jeden Fall erstmal abwarten. Also ich glaube, das wird dazu auch gar nicht kommen, aber ich würde das jetzt auch nicht schlimm finden. Es wäre aber schön, schön anzusehen, sage ich mal, dass wirklich alles eingegrenzt ist. Ja, gut. Müssen wir mal schauen, auf jeden Fall, was richtig cool ist, finde ich, dass alles das hier, was hier zu sehen ist, unseres ist. Also wir dürfen drauf machen und tun, was wir wollen. Auch dieses kleine Feldchen hier, da kann man auch noch ein bisschen was bauen. Das werde ich aber heute nicht machen. Das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Das kostet natürlich auch wieder alles haufenweise Geld. Da kommt auf jeden Fall irgendwie so ein Übungszentrum noch hin, weil das ist ja auch ein Rettungszentrum hier, ne? Habe ich ja im letzten Video gesagt, was wir uns hier aufbauen nach und nach. Und da kommt dann noch einzelne Gebäude hin, Brandhaus, ein Übungsplatz für die Feuerwehr, für die Rettungskräfte. Also alles so, was man halt benötigt, kommt hier auf einen Punkt, dass alles zusammen ist und das alles in der Stadt auf dieser wunderschönen Insel. Ja, und deshalb finde ich das einfach nur richtig, richtig toll, dass es alles so schnell funktioniert hier. So. Liebe Freunde, jetzt kommen wir mal zu einem ernsteren Thema. Wir haben einen neuen Einsatz gerade reinbekommen. Ich habe das gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass da gerade ein Einsatzfax reingeflattert gekommen ist. Ich würde sagen, wir fahren erstmal rüber zum Einsatzort. Ich werde erstmal gar nicht dazu was erzählen. Das machen wir gleich, wenn wir am Einsatzort eingetroffen sind. Einsatzort ist der benachbarte Hafen hier auf der Insel. Da werden wir jetzt erstmal hin ausrücken und. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich probiere es mal auch mal mit der Simple IC-Steuerung wieder. Mal schauen, ob es so funktioniert, wie ich mir das jetzt denke. Jo, also es klappt wunderbar. Das ist schön. Unser VRW, ne, rückt jetzt zum Einsatzort aus. Der kam ja schon lange nicht mehr zum Einsatz, Mensch. So, wie kommt man am einfachsten oder am besten zum Hafen? Ich glaube, hier ist sogar der große Mitarbeiterparkplatz. Ich glaube, wir können hier eine Straße weiterfahren. Ach, guck mal da. Ich glaube, hier vorne muss es reingehen. Also müssen wir einmal komplett rumfahren. Also wir wissen jetzt nicht, wo genau der richtige Einsatzort ist. Aber ich tendiere erstmal in Nähe des Wassers. Denn da ist ja unser Einsatzort. Also jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich habe hier noch keinen Ansprechpartner gesehen, der uns irgendwie helfen kann. Da hinten ist das Boot, was uns gemeldet wurde. So, ach, warte mal, hier, hier. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier ist der Zaun zu Ende. Ich glaube, das könnte hier richtig sein. So, VRW am Einsatzort eingetroffen. Ja, liebe Freunde, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen was erzählt, dass wir hier Minusgrade haben aktuell. Es kam hier anscheinend vor ein paar Minuten zu einem folgenschweren Unfall. Eine Person ist anscheinend leichtsinnig gewesen, beziehungsweise geworden, ist mit seinem Mofa, beziehungsweise mit seinem Roller, ich glaube, das ist sogar ein Roller, auf das halbgefrorene Gewässer gefahren. Also, sprich, aufs Wasser. Er dachte, er kann damit hin und her fahren, seine Runden drehen, aber. Er ist eingebrochen und er ist jetzt nicht mehr zu sehen. Ja, und das wurde anscheinend gemeldet von diesem Cap da hinten vom Schiff. Das sind so einzelne Fischkutter, glaube ich, oder Fischboote, wie auch immer. Und wir haben jetzt erstmal die Aufgabe, diese Person hier ausfindig zu machen. Ich glaube, das wird richtig, richtig schwer für uns. Ich hoffe, wir werden diese Person schnell und sicher wiederfinden. So, frag mich nicht, wie das passiert ist. Aber die Feuerwehr ist schon mal vor Ort. Wir werden jetzt alles erstmal dafür geben, um diese Person zu finden. Also eine Person ist eingebrochen in dieses große Gewässer. Das ist schon ganz schön leichtsinnig, muss ich mal sagen. Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen.
Aber jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir die Person erstmal irgendwie finden. Koste es, was es wolle. Und ich glaube, das wird auch ganz schön kompliziert werden jetzt. So, nächstes Fahrzeug, ELB1. Oh, habe ich das Schild gerade umgefahren? Ich habe es umgefahren. Oh, das tut mir leid, Leute. Mach mal das Gedudel aus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wir fahren am besten mal den direkten Weg dahin. Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, warum Menschen oder Personen das immer zu leicht nehmen, das Thema. Das wird so oft im Radio in den Nachrichten gebracht, dass man hier wirklich nicht auf das Gewässer drauflaufen, geschweige denn fahren soll. Das finde ich gerade richtig, richtig schlecht, also wirklich. Also richtig schlimm eigentlich, nicht schlecht. Also schlecht ist natürlich für die Person, ganz klar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. So, wir klappen mal ganz kurz das Schild auf. Das finde ich einfach so cool. Das können wir ausmachen. Wartet mal, wir brauchen bloß das Richtige. Genau, das Kreuz finde ich cool. Was haben wir da noch? Ach, das ist das Achtungszeichen. Das können wir auch noch gerne aktivieren. So, dann haben wir hier noch den Heckwarner, wa? Genau. Und somit ist der ELW erfolgreich am Einsatzort eingetroffen. So, seit langem wieder rücken die Einsatzfahrzeuge aus im LS19. Das ist ja schon ewig her, ne? Als ich das letzte Video mal so richtig gemacht habe mit Feuerwehr im LS19, das ist ja da eher ruhig geworden auf meinem Kanal. Aber ich muss dazu auch sagen, das ist ja nicht hauptsächlich LS19 Feuerwehr. Also das ist wirklich alles kreuz und quer. Also ich bin ja auch hauptamtlich woanders eigentlich. Also das ist ja sozusagen mein Hobby, die Feuerwehr. Und eigentlich bin ich ja noch auf Jobsuche. Also ich brauche noch richtige Arbeit, damit ich Geld verdienen kann und so weiter. Und ich glaube, das dauert halt noch ein bisschen, wenn wir so viele Einsätze reinbekommen. So, wir wechseln erstmal wieder rüber zum nächsten Einsatzfahrzeug. Unser HLF. Er rückt erstmal aus zum Einsatzort. Wir haben hier sogar zwei Taucher mit im Fahrzeug. Denn das ist natürlich kein normales Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr. Nein, wir haben hier auch Taucher drauf. Das finde ich richtig, richtig gut. Denn davon muss man auch ausgehen. Gerade bei diesen ganzen Gewässern und das Meer und Wasser überall, wo man hinsieht auf der Map. Da ist es, denke ich mal, schon ganz wichtig, dass wir hier auch Fachleute haben in diesem Bereich. Dass man hier auch Menschenleben retten kann. Auf bzw. im Gewässer. So, es gibt noch keine Info zu der Person. Da gibt es leider nichts Erfreuliches. So, HLF am Einsatzort eingetroffen. So, den Werfer brauchen wir nicht. Wir machen mal kurz Umfeldbeleuchtung an. Und schauen uns erstmal weiter. So, wir brauchen natürlich noch ein besonderes Fahrzeug. Nämlich den RTW vom Rettungszentrum. Der darf natürlich nicht fehlen, ne?
Also kann man sich mal nie entscheiden, oder? So geht's mir immer. Ich weiß mal gar nicht, welches Horn ich anschalten soll, weil einfach alle mal cool sind. Alle sind wirklich richtig schön. Das hört sich am besten an irgendwie. Das gute Presslufthorn. Könnt ihr gerne mal kommentieren, Leute, welches Horn euch am besten gefällt. Vom RTW. So, RTW am Einsatzort eingetroffen. So, was noch vielleicht ganz, ganz wichtig wäre, ist eigentlich ein Fahrzeug, was ich eigentlich sonst nie so richtig benutzt habe. Also in letzter Zeit auf jeden Fall nicht mehr. Ich würde es aber trotzdem wieder mal gerne mit zum Einsatzort nehmen. Nicht, dass ihr euch wieder wundert, wo ist denn die Polizei hin? Deshalb rückt auch noch der X3 aus von dem Rettungszentrum auf der Insel. Denn ich glaube, die Polizei ist da wirklich einer der wichtigen Personen am Einsatzort. Denn die müssen natürlich auch alles erstmal klären. Vielleicht war es auch gar kein Unfall, vielleicht war es auch etwas anderes. Das weiß man ja nicht. Deshalb ganz, ganz wichtig, die Polizei brauchen wir da auch am Einsatzort. So, die Polizei ist auch vor Ort, alle Einsatzkräfte sind da und es gibt leider keine weiteren Infos über die Person, die sich hier anscheinend ein wenig überschätzt hat und ins Eis eingebrochen ist. Das ist gerade schon wieder wirklich so schlimm, so fatal das Ganze hier, dass wir hier nicht weiterkommen. Man weiß doch gar nicht, was man jetzt als nächstes machen soll. Natürlich bereitet die Feuerwehr erstmal eine Eisrettung vor. Aber wie man sehen kann, ist das hier nicht gerade so möglich, denn das Gewässer fließt ohne Ende. Wir haben hier einzelne Schollen im Wasser und sogar auch unter Wasser. Da würde es keinen Sinn machen, da jetzt irgendwie groß einen Rettungseinsatz zu starten. Also auf jeden Fall sind die Taucher erstmal im Wasser und suchen die Personen. Die Polizei ist vor Ort mit einem Rettungshelikopter. Und auch mit der Wasserschutzpolizei. Aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Tja, und ich glaube, das wird sich auch noch so ein bisschen in die Länge ziehen. Bis dann hier hoffentlich irgendwann die Person gefunden wird. Aber bis dahin wird es erstmal weitergehen, die Suche. Und ich schätze mal, bei Anbruch der Dunkelheit wird der Einsatz damit auch abgeschlossen, weil das ist natürlich auch eine Eigensicherheit, die man da auch gewährleisten muss. Denn da kann es natürlich auch sehr schnell ums eigene Leben gehen, gerade wenn man jetzt mitten in der Nacht im Wasser ist und da versucht zu tauchen, eine Person zu finden. Das wird sicherlich auch richtig schwer für die Einsatzkräfte vor Ort. Tja, Leute, also ich hoffe, das wird sich hier noch aufklären. Vielleicht wird es ja im nächsten Video schon ein paar Informationen dazu geben. Auf jeden Fall, wenn ihr die hören möchtet, wenn ihr wieder mit dabei sein möchtet, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir das gerne wissen. Drückt die Daumen nach oben, abonniert mich und dann sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Freunde. Bis dahin. Ciao.